So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Heideltraut und habe gerade den Anfang verpennt. Ja, heute mal ein Video, was ich euch rausgesucht habe, welches zeigt, dass man seine Spotter auch definitiv falsch behandeln und skillen kann und dass der Medium dann doch irgendwie noch eine Runde besser spottet als der Rest vom Schützenfest. Ja, diesmal eine Runde von mir. Von meinem eigentlich Inkognito-Account, aber ja, komm, Peng, ist egal. Wir sind auf Westfield unterwegs mit meinem Kumpel, dem Fave, der übrigens auch eine Mega-Runde abgeliefert hatte. Nicht? Ja, schauen wir mal. So, am Anfang ist das erstmal alles noch nicht so spannend. Der 1375 steht da im Busch und macht nix. Der 1375 fährt jetzt vor. Ach, ich dachte schon, die Aufnahme ist wieder aus. So, 1375 fährt jetzt vor und geht auf und ja. Ist war schön mit ihm. Wunderbar, so der T62, ja. Er steht da halt. Ich dümpel da mal irgendwie so nach vorne. Mach den Skorpion auf. Kassieren wir da einen auch vom Skorpion G, der ungefähr hier steht. So, jetzt spotte ich da erstmal den P43. Und da geht noch eine ganze Menge mehr auf. Der Fave hat da noch einen 1357 gefunden und eine Su. Muss das jetzt allerdings auch teuer bezahlen. Ich farm derweile da mal ein bisschen Spot Damage ab. Das ist geil. Das ist geil. Oh. Was ist doof? Ja, der Fave muss das jetzt teuer bezahlen. Da habe ich es gerade irgendwie verkackt mit der Aufnahme. So, er hat noch 31 HP, wird immer noch beschossen. Er geht aber auch nicht zu, die arme Sau. Und geht letzten Endes auch raus von dem Klicker. Ja, richtig. Was macht unser Type? Genau, er steht da. Der Panther steht da. Ja, also sehr wie mein Spotter haben wir nicht. Herr Petten da oben auch leicht fair am Platz. Aber gut, lass ihn mal machen. So, ich spiele das Ganze mal ein bisschen vor, sonst wird das hier langweilig. Ich guck da unten einfach ein bisschen rum und guck, ob ich da was aufkriege. Lalalala. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Na nü. So, unsere Heavys da oben scheitern zu viert an drei Panzern. Der JP2 steht da hinten, da geht ein Skorpion auf, kassiert direkt. Das könnte alles mein Spot Damage sein. Jawohl. Wir sind bei knapp 3000 Spot Damage, haben zwar auch nur 600 gemacht, aber es macht ja nichts. Der T62, richtig, steht immer noch da hinten. So, da gibt es noch einen Schuss auf die Su. Na, kriegt man den? Ja, da geht noch der PT irgendwas raus. P43 TR, also TR. Also ein Skorpion. Ja, kriegen wir den? Nein, kriegen wir nicht. Probieren wir es mal mit Aimen. Ich geht's dann. Ne, der geht dazu. 1375. Auf die Ketten gestellt, wunderbar. Jetzt könnte noch jemand drauf schießen. Das wäre cool, der steht da noch. Wir haben da so weg, schade. Skorpion, tut mir die Kanone den Gefallen? Ne, der ist da hinten drin. Ja, was lebt noch? Ein Skoda, eine Lorry, ein Skorpion, zwei Artis und ein AMX 1357. 57 hat, sollte jetzt nicht mehr allzu sehr viele AP haben. Da schießt die Arti nochmal auf den Skorpion, der lebt immer noch. Das heißt, nö, nicht getroffen. Oh, jetzt entscheide ich mich dazu, dann doch mal vorzufahren.
Der Typ hat es inzwischen auch mal hingekriegt, vorzufahren. Irgendwie hat da mein sechster Sinn nicht so richtig funktioniert. Wobei ich auch noch nicht weiß, ob ich da einen drauf habe. Aber es macht ja nichts. Erstmal rumnölen. Hey, ja, Skoda, guck, guck. Und der geht raus mit Auto eben. Wunderbar. Die Lorry noch weg. Der Skorpion weg. So, jetzt ist hier irgendwo noch der 1357. Und die beiden Artis. Da ist der 57er. Wir sind mittlerweile immer noch bei 2900. Da gab es nochmal 300 dazu. Sind bei 3,3. So, die beiden Artis nach. So, und da sehen wir uns auch gleich in den Postcamps jetzt. So, ja, wie gesagt, ist jetzt keine spannende Runde. Viel habe ich ja nicht gemacht, aber 5090 Spot Damage. Ja, Patton hat da schön mitgeholfen, das hat gepasst. So, 5090 Spot Damage, ja, mit einem Medium, mit einem scheiß 8er Medium. So, dann haben wir hier irgendwo noch einen 1357. Der hat einfach mal nichts gemacht, gar nichts. Null. Nada, niente. Nichts. Ja. Type 62 ist meines Wissens nach, glaube ich, auch ein Tier 8. Ja, nö. Das wäre falsch. Ja, also, nö, halt. Ne? Nö. So. Und dann kommt da dieser blöde FV und hat alles. Ja, gut, eure Heil. Ich bin raus. Ciao.